Hey und willkommen zu einer weiteren Runde Planet Coaster. Vergesst wie immer nicht, den Part zu bewerten. Viel Spaß. Alter, ich mache im Monat so viel Verlust wegen den ganzen Angestellten, dass ich jetzt echt mal hingehe und ein paar Leute kündige. Denn Takaflutschi meinte, dass ich, ja, wo ist es denn, da ist es, nur einen einzigen Typen brauche, der sich um die Reinigung kümmert. Und das bedeutet für mich, dass ich jetzt einfach ein paar kündigen werde. Entlassen, so such dir einen neuen Job, ist mir doch egal, Alter. Hier kommst du nicht mehr rein, du Moluk. Was soll das heißen? Gefeuert. Ich bekomme echt viel Gehalt. Ja, jetzt nicht mehr, ne? Tut mir leid. Alter, das mache ich. Er ist Meister. Er ist ein Putzmeister. Geil. Okay, du bekommst ein bisschen mehr Geld. Alter, was geht denn mit meinem Geld ab? Scheiße. Also, soweit ich das beurteilen kann, ist ja eigentlich alles so ziemlich voll. Ja, vielleicht bis auf das und das. Ich muss die Ecke beleben. Ich muss hier irgendwas hinbauen, was die Leute hinlockt wie... Ja, wie Hulle. Nur dafür brauche ich Geld. Und rate mal, was der Manu nicht hat. Ja klar, kaum mache ich das wieder auf 40 Dollar, werde ich reich. Hat das was damit zu tun? Alter, hier ist echt... Mann, ist so krass. Kann ich eigentlich mal bearbeiten? Ja, komm. Das mache ich mal kurz. Ja, das passt da genau durch. Alter! Geil! Geil, geil, geil! Mann, das ist der Töfte! Das glaubt ja kein Mensch. Aber es ist auch teuer. Scheiße. Nicht, dass ich hier gleich ein Problem bekomme. Das wäre kritisch. Ach, Premium Pass. Warum zickst du denn immer rum? Das ist doch echt nicht normal. Also die Lösung ist jetzt zwar nicht so schön, aber anders hätte ich das wahrscheinlich nicht hinbekommen. Denn wenn da eine Kurve ist, dann bekomme ich da einfach keinen Premium Pass hin. Das geht nicht. Aber ist egal, es läuft schon, oder? Und ist ungefähr 5-mal so groß wie das, was da vorher war. Also das sollte klar gehen. Dann schauen wir mal. Kommt rein! Jetzt ist geil, jetzt können wir alle drauf. Wartezeit 287 Minuten. Ach stimmt, das ist das, wo ich auch 8 Stunden davor saß und davon nicht dran kam. Kann man daran denn nichts ändern? Das ist doch, jetzt sind es 74 Minuten. Aber das kann doch nicht wahr sein. Premium Pass Wartezeit. Ich werde es tun. Ich werde das jetzt auf hochstellen. Nur dann besteht natürlich die Gefahr, dass die Schlange voll wird, obwohl sie gar nicht voll ist. Aber wenn die ja immer bevorzugt werden, ja, müssen die dann so lange warten? Ich kann das ja mal ausprobieren. Ja, ich mach das jetzt mal überall. Komm, hohe Priorität. Okay, ich hab's überall eingestellt. Dann schauen wir mal, was jetzt mit meinem Geld passiert. Also richtig Geld machen tue ich nicht. Es sinkt und steigt und sinkt, aber eine hohe Summe erreiche ich gar nicht mehr. Aber eine hohe Summe erreiche ich gar nicht mehr. Woran liegt das? Ich habe auch weniger... Oh. Warum sind denn so wenige da? Weil es so spät ist? Okay, ich habe wieder ein bisschen Geld. Und das bedeutet, wir können hier endlich mal was Neues hinbauen. Das sieht doch schon mal interessant aus. Alter, da fahre ich gleich mit. 2000 Jahre später. Und ich taufe dich... Das Ding mit den Rädern. Ja, sehr treffender Name, Manuel. Mann, ey, begnadet wie immer. Dann kommt mal her, hier ist was Neues. Jetzt kommt doch her. Wer ist denn da drauf? Ist da einer drauf? Nee, da... Wollt ihr mich verarschen? Leute! Wie bekomme ich euch denn hier hin? Mann, diese Ecke ist verflucht. Ich meine, da kommen ja zwischendurch welche. Aber keine Ahnung, die Ecke ist einfach tot. Oh, ich habe wieder Geld. Das heißt, ich kann hier ein bisschen was hinbauen. Oh, ein schlafender Drache. Alter, wie teuer bist du? 260, geil. Warte mal, ich baue hier hin. Ich baue hier schön hin. Machst du auch was? Ja, er atmet. Oh, Biopod. Ja, das passt. Das passt richtig gut. Oh, ist das cool.
Aktiviert sich das auch? Ich habe jetzt extra dafür ein paar Sachen umgebaut. Nee, scheinbar nicht. Das bleibt einfach so. Okay. Cool. Ja, Alter, da war Konfetti. Das sieht geil aus. Jetzt ist das hier nur ein bisschen im Weg. Ach, scheiße. Sekunde. Ja. Und wieder alles Paletti. Szeneriequalität 41%. Oh, was soll ich denn da noch hinklatschen? Potlauder. Oh, geil. Das passt ja noch besser. Warte, ich packe hier einen Pott hin. Nee, das ist gut. So, und ich hätte eine Idee. Kann ich die verwirklichen? Ach, das ist so... Oh, ist das blöd durchdacht. Obwohl, warte mal. Von da könnte ich eventuell darüber. Von hier... Dann hier rüber und dann irgendwie das Ganze miteinander verbinden? Das mache ich. Eventuell bekomme ich dann Leute dahin. Das wär's doch. Ihr wundert euch wahrscheinlich gerade über diese komische Kameraperspektive. Aber ich hätte eine Frage. Was würdet ihr sagen, braucht eine Achterbahn oder ein Karussell, wie auch immer, um besonders gut aufzufallen? Schreibt es jetzt in die Kommentare oder denkt es euch einfach nur. So, ich werde es euch jetzt zeigen. Und zwar... Ganz viele Ahornbäume, damit man nicht sieht, was da vor sich geht. Mann, weißt du, hier so ein eingelegtes Gehirn und richtig abgefuckte Scheiße, ein schlafender Drache, irgendwelche Biofässer und dann als Kontrast tolle Bäume. Ja, sieht unfassbar scheiße aus, aber eventuell, wow, hat es so 10% gebracht. Ja, danke. Danke, Obama. Thanks, Obama. Das sieht so scheiße aus. Oh Gott, ey, nee. Okay, sorry. Sorry, aber das muss ich echt wieder entfernen. Oh mein Gott. Also das tut mir zwar schon ein bisschen weh, aber ich probiere das jetzt mal. Und die Lösung wäre schon ziemlich geil. Und zwar eine Gallione, genau. Ich werde die jetzt dahin packen. Mal gucken, wie viel die bringt. Oh, ja, so 30%, okay. Und dann... packe ich die einfach mal nach da ganz, ganz unten. So. Ja, viel Spaß, ne? Zählt das? Scheinbar zählt das. Ja, geil. Nice. Dann baue ich jetzt einfach ein paar Sachen da drunter. Oh, ich habe kein Geld. Scheiße. Hallo, Hilfe, ich brauche ein bisschen Geld, bitte. Kommt ihr mal eben hier hin? Als ob da jetzt keiner drauf geht. Ihr wollt mich doch verarschen. Kein einziger. Kein einziger. Was mache ich falsch? Also diese Ecke ist doch komplett verflucht. Aber ich habe genug Geld. So, noch eine Gallione. Zack. Alter, da ist ein Schiff. Und jetzt ist es weg. 69%. Was? Ah, 94. Ey, das ist perfekt. Ach komm, ich packe einfach einen Pirat dahin. Und dann kannst du schön nach unten gehen. Tschüss. 100%. Okay, ihr könnt auch nach unten. Tschüssili, bis dann. 100%. Und go. So, was mache ich denn jetzt wegen der Straße? Das hier war was? Was bist du denn? Achso, ein Getränkeladen. Okay. Daneben gibt's Essen. Da ist auch noch ein Getränkeladen. Ja, jetzt ist die Frage, was mache ich weg? Das da vielleicht? Profit insgesamt minus 1300 Dollar. Gäste im letzten Monat 17. Das lohnt sich doch gar nicht. Oder verstehe ich da irgendwas falsch? Zerstör das jetzt einfach. So, und jetzt nehmen wir einfach den Weg hier. Und bau den nach da hinten. Nicht genug Geld. Junge, was soll das? Mann, habe ich jetzt was wieder, Alter? Ja, geil, nochmal warten. Und... Tada! Ja, jetzt ist das miteinander verbunden. Sogar mit einem richtig großen Gang. Und sie scheint auch hinzulaufen. Oh, cool. Dann lauf da mal rein, bitte. Oder habt ihr da jetzt auch keine Lust drauf? Ey, das... Was ist da... Was ist denn da los? Also ich meine, okay, die müssten hier langlaufen und da ist im Endeffekt nichts. Aber... Mann, ich verstehe es trotzdem nicht. Die einzige Erklärung, die ich jetzt noch habe, wäre, dass diese richtig übertrieben gute Achterbahn alle nach da oben gelockt hat und ich dasselbe nochmal für hier bräuchte. Nur dafür brauche ich Geld.
Und das habe ich nicht. Was sagt ihr denn gerade? So viel ist mir der Premium-Pass nicht wert. Immer noch. Okay, dann machen wir $15. So, viel Spaß. Ja, da gehen welche drauf. Warte, ja, ich will gerne mitkommen, okay? Sekunde. Ich würde einmal gerne damit fahren. Energie. Ah, stimmt, ich kann ja noch den... Oh, stimmt, ich kann ja noch das Kaffee-Ding bauen. Das machen wir gleich mal. So, Ego-Perspektive. Das wird ein Spaß. Ja, komme ich da auch noch mal dran? Ich warte hier schon seit bestimmt 5 Minuten. Das ist... Was soll das? Nein. Nein, als ob du jetzt kaputt gegangen bist. Oder war das... Ach, das gehörte zu der Show, oder? Hallo, war das jetzt Show oder ist das kaputt? Also, ich bin gerade leicht verwirrt. Bitte, hallo? Futze Waderklamm, eine Futze Waderklamm, eine Tutz mir dann dich, eine Tutz mir dann dich. Ich stell das Lied gleich bei jedem Teil ein. Ja, es geht los! Bin ich drin? Ja, ich bin drin! Hoi, ja! Alter Vater! Ja! Ach du Scheiße! Oh nein. Also, es sieht jetzt nicht unbedingt krass aus, obwohl... Boah, oh Gott, ey! Letztens hat auch einer geschrieben, dass er weggucken musste bei dem Video, weil ihm sonst so schlecht geworden wäre. Und das kann ich stellenweise nachvollziehen. Alter, ey, oh Gott, ey, nee, komm. Ich bin raus. Hä, und das geht nicht mal weiter nach oben, oder was? Das war's? Ja, Tatsache. Also, das ist, eine relativ lasche Achterbahn. So, aber ich probier's jetzt. Ich mache jetzt hier einen Kaffeestand hin. Und dann freut sich der Manuel. Angepasst. Getränkeladen. Gulpi Energy. Und wie geht das? Alter, leck das hier. The fuck? Hä? The fuck? Hä? Das kann ich dann einfach übereinander stapeln? Was ist das? Hä? Okay. Bringt das was, wenn ich das da drauf mache? Also ich bin gerade leicht verwirrt. Mach einfach mal, oder ist das dann einfach klein? Hey, ich kann das dann so groß ziehen? Und das zählt dann als ein Gebäude oder was? Hä? Ja komm, ich mache so ein Dreier, ein Vierer-Ding. Sauft euch einmal zu Tode, ist mir doch egal. Ach, oder ich kann dann da auch andere Sachen noch dran machen? Ach so. Ah, ja, das sollte ich dann gleich mal tun. Gulpi Slush. Ach, weil das eine... Ach so. Eine Marke ist. Gut, dann reicht das, denke ich. Fertig. Ja. Viel Spaß damit. Gehen jetzt Leute rein, oder? Mögt ihr das nicht? Da trauen sich einfach keine Leute rein. Also, ich hab $6,000. So lange warte ich nicht. Premium Pass ist mir das nicht wert. Okay, holt halt rum. Meine Finanzen sind ganz... Ja, dann geh doch! Alter! Weißt du, der ist ultra überbezahlt und meckert rum, weil er scheiße ist. Keine Ahnung. So, komm. Ich hole mir jetzt wieder neues Personal. Ich klatsche jetzt hier ein paar Leute hin. Da so eine geile Miss Ellie. Zack, lock die Leute hier bitte rein. Einfach holt die Kinder da jetzt rein. Ich habe da keine Lust mehr drauf. Dann noch einen tollen Dino. Eine Foxy. So, reicht das jetzt? Das kann doch nicht wahr sein. Dann noch 100 Mülleimer, damit da keiner hinkackt. Ah, die sind so doof, die Leute. So, ist jetzt besser oder scheiße? Kommt er jetzt, oder? Nee, die gehen auch. Och, die mögen den Ort scheinbar auch nicht. Okay. Ich hole mir jetzt ein Nettchen. Ich hole mir jetzt ein Nettchen. Ich habe jetzt $7,000. Ich kann es mir leisten. Achterbahnen. Angepasst. So, und ich hatte ja noch eine Aufgabe, wo drin stand, bitte hol mal eine Achterbahn mit mindestens 6 Spaß. Und das könnte jetzt super schwer werden, denn ich kann alles selber einstellen. Und das, ja, ich bin scheiße. Ich kann das nicht. Hab das nie gemacht. Dragon. Alter. Ich nehme mal den Anubis. So, dann baue ich das jetzt einfach hier richtig schön in die Ecke, damit die ganzen Bastarde mal da reingelockt werden und Lust bekommen. Okay. Dann mache ich hier den Eingang hin. Okay. Oh, Alter.
Kann ich hier eine Orte bauen, euren China oder so? Ist ja richtig krass. Da startet das. So, und das Erste, was du jetzt machen kannst, ist erstmal schön nach oben zu gehen. Mit diesem Teil da. Ist das nicht sowas? Ach so, damit kann ich... Alter, Junge. Ah, Reibräder schieben Züge langsam voran. Kettenlift, zieht Züge eine Steigung hinauf. Ja, dann nehmen wir das. Okay, ist doch richtig, oder? Ja, wir testen das gleich. Sieht schon mal sehr, sehr gefährlich aus. Aber das will ich auch. So, jetzt können wir hier vielleicht mal eine Drehung machen oder so. Geht das? Darf ich das? Hallo? Ah ja, okay. Hier leicht wieder gerade werden. Zack. Einmal hinbauen. Dann eine Drehung rein. Oh, ach du Scheiße, das geht auch. Ach, cool. Und natürlich weiter nach oben mit der Schiene. Ja, wo ich mir da schon nicht sicher bin, ob das überhaupt geht. Aber egal, wir testen einfach mal und gucken dann, was dabei rumkommt. Und jetzt schön wieder nach oben. Zack, genau. Und jetzt können wir langsam wieder ein bisschen runtergehen, aber fett drehen. Und jetzt geht es richtig ab. So, bauen wir das dahin. Standardschiene. Ab nach unten. Alter. Also das wäre eine Achterbahn. Da hätte Climanual ein bisschen Angst vor. Und ich sehe gerade, ich habe kein Geld mehr. Nice. Kurz mal ein bisschen warten. Ist gleich fertig, Leute. Bitte schiebt mir mal euer Geld rein und dann mache ich fertig, ja? Ist okay? Hallo, ich brauche Geld. Und bei den Coffeeshops ist auch keiner. Hier kommt einfach keine Sau hin. So, ich schließe das hier erstmal, bis da alles an ist. Und dann sparen wir ein bisschen Geld. Okay, schön nach unten, dass alle kotzen müssen. Das ist wieder ein Spaß. Ich freue mich schon darauf. Ja, ich bekomme Geld. Was passiert denn da gerade, Alter? Nice, erstmal ausgeben. So, weitere Schienen ihn mache. Soll ich mal drehen? Warte mal. Zack. Ist das schlimm, wenn die sterben? Können die dann meckern? Nee, oder? So, und jetzt ganz langsam wieder nach oben. So, das hätten wir. Ich bezweifle ganz, ganz stark, dass das klappen wird. Vor allem ist das auch so sinnlos. Du fährst erst eine halbe Stunde nach oben, um dann ein einziges Mal 100 Meter runterzufahren und dann ist sofort Stopp. Also, es wird mich nicht wundern, wenn ich jetzt, keine Ahnung, hier einfach weiterfahre und dann die nächsten töte, die da vorne abgammeln. So, ich habe mal fertig gedrückt, speichere jetzt nochmal. Ja, da bin ich jetzt mal gespannt. Das wird richtig, richtig geil. Kann ich denn da irgendwie schon reingehen? Fahrtkamera. Das geht. Okay, das kann man machen. Test. Fahrtkamera. Okay. Sitz. So. Oh mein Gott. Das sieht auch schon so abgefuckt aus. Und da haben wir es. Ja. Meine Vermutung war richtig. Genau. Da einfach ein Kettenlift hin. Und dann sollte das gehen. Mann. Diese Achterbahn ist einfach spannend. Ich bin hier so gerne. Ach Gott, ey, wie lange soll das denn dauern? Vor allem, wie viele Wagen kann ich denn dann da einstellen, wenn der erstmal eine Dreiviertelstunde braucht, um da hochzufahren? Oh Gott. Also je nachdem, wie die ankommen wird, werde ich die dann natürlich noch erweitern. Alleine schon, um den ganzen Anschwung von dem Runterfahren nochmal mitzunehmen, für, ja, einen weiteren Berg. Das wird lustig. Aber das baut auch Spannung auf. Erstmal eine halbe Stunde nach oben fahren, richtig fett Panik bekommen. Ich kann auch leider gar nicht irgendwie nach unten gucken. Das finde ich ein bisschen schade. Oh mein Gott, geht das noch weiter nach oben? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Nee, das war's. Oh, bitte funktionier jetzt. Klappt das jetzt? Habe ich da die falschen Schienen gemacht? Nee, es scheint zu gehen, oder? Ja, 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 ja. Ach, du Heilige. Ja, wie schnell ging das denn jetzt? Ja, klar, das ist physikalisch gar nicht möglich. Ach, du Scheiße.
Als ob der dann so stark bremsen würde. Und die Drehung und so, das kam alles gar nicht zur Geltung. Aber ist mir egal. Ist mir egal, weißt du? Ich guck mir jetzt einfach mal das Ergebnis an. Nervenkitzel 12. Spaß bei 1,7. Übelkeit bei 8. Das ist grausam. Das ist einfach unfassbar scheiße. Okay. Dann bewerte mal den Part. Schaut euch die tollen Videos an, die hier gerade eingeblendet werden. Bis dann. Tschüss.